nachdem Macron diesen gewaltigen Tabubruch auch vorgeschlagen hat, erstmalig europäische Soldaten in die Ukraine zu schützen, sind wir als Freiheitliche Partei auch aktiv geworden, haben eine Petition im Nationalrat eingebracht gegen europäische Truppen in der Ukraine, auch zum Schutz unserer Neutralität und zur Sicherheit in Europa. Und deswegen nochmal den Appell an alle, bitte setzt gemeinsam mit uns dieses Zeichen, unterstützt diese Petition und unterschreibt sie auch. Und vor allem, nicht vergessen, geht's zur EU-Wahl, denn da geht es tatsächlich um den Schutz unserer Heimat und unserer Unabhängigkeit und Souveränität.